Meine Kindheit war echt schwer. Ich erinnere mich an Hunger und Kälte. Meine Eltern haben nur ihr eigenes Leben gelebt und viel Alkohol getrunken. Eigentlich wurde ich gesund geboren, aber meine Eltern waren oft betrunken und haben sich nicht um mich gekümmert. Anstatt in einer Wiege haben sie mich oft in ein Bierfass gesetzt. Deswegen bin ich heute körperlich behindert. Neun Jahre lang muss Vadim es zu Hause aushalten. Erst dann werden die ukrainischen Behörden eingeschaltet. Sie bringen Vadim in ein Heim für Kinder mit Behinderungen. Zwar wird er jetzt nicht mehr misshandelt, sondern gut versorgt, aber innerlich kämpft er mit seinem Groll. Ich war sehr sauer auf meine Eltern. Es war schmerzhaft für mich zu sehen, dass andere Kinder von ihren Eltern besucht wurden und Süßigkeiten, Kleidung und Spielzeug bekommen haben. Die Jahre gingen vorüber, aber sie haben nie versucht, mich zu finden. Im Heim lebt Vadim eher zurückgezogen. Trost findet er beim Malen. Sein Leben wendet sich, als Mitarbeiter einer Kirche anfangen, im Heim beim Kunstunterricht zu helfen. Nach dem Unterricht machten sie uns Tee mit Keksen und lasen aus der Bibel vor und sprachen mit uns darüber. Mir wurde ein Gott offenbart, den ich früher nicht gekannt habe. Dieser Gott liebt mich und hat einen Plan für mein Leben. Ich habe dann Jesus angenommen und mein Leben hat sich großartig verändert. In mein Herz kam so etwas wie ein Licht, das Depressionen und die Angst vor der Zukunft vertrieben hat. Mein Herz wurde mit Freude erfüllt. Ich habe aber auch realisiert, dass ich meinen Eltern in meinem Herzen vergeben soll. Also bat ich Gott, mir dabei zu helfen, und er schenkte mir diese Freiheit. All die Bitterkeit und Wut auf meine Eltern und darüber, was mit mir passiert ist, sind weggegangen und ich war zum ersten Mal glücklich. Vadim widmet seine ganze Aufmerksamkeit der Malerei und entdeckt darin seine Berufung. Heute ist er Kunstlehrer. Er ist verheiratet und Vater einer Tochter. Ich bin überzeugt, dass Gott mir diese Gabe des Malens gegeben hat. Nicht nur, damit ich meine Familie ernähren kann, sondern auch, damit ich diese Kinder unterrichten kann. Denn es bringt mir riesige Freude, wenn ich die Erfolge der Kinder sehe. Die größte Freude für Vadim ist aber, dass er nicht mehr allein im Leben unterwegs ist. Gott hat mir eine neue Zukunft gegeben. Eine Familie, eine liebende Ehefrau, ein wunderbares Kind. Ich habe viel mehr als das, wovon ich geträumt habe oder mir je vorstellen konnte. Denn wenn ich nicht zu Gott gefunden hätte, wäre ich heute wahrscheinlich nicht mehr am Leben.